Seid gegrüßt, wir reagieren heute auf die 23. Folge von Nachschlag, der Talkshow, wo der ehemalige linken Politiker Dieter Dehm, der Publizist Paul Brandenburg und der Journalist Kevan Sofisiyavash immer drei aktuelle Schlagzeilen miteinander diskutieren. Wir werden dieses Mal über die aktuellste Schlagzeile der Woche abstimmen, denn dieses Mal gucken wir nicht auf YouTube, sondern wir gucken auf theplatform.net, da das Ganze auf YouTube nicht verfügbar ist. Und wir werden dann auf nachschlag.express auch über die Schlagzeile der Woche dieses Mal abstimmen. Dieses Mal reagieren wir nämlich tatsächlich früh genug auf die Folge von Nachschlag, dass wir bei dieser Abstimmung mitmachen können. Naja, fangen wir an. Die erste Schlagzeile des heutigen Tages steuert Dieter Dehm bei. Sortieren mit 22,79%. Dieter, knapp daneben, aber die nächste Chance kommt jetzt, denn du sagst, nicht länger im Netz verrotten, live nach draußen gehen. Ja, was heißt das? Viele fühlen sich unglaublich omnipotent, wenn sie in ihrer Bubble, auf ihrem Facebook-Kanal, auf ihrem Twitter-Kanal, auf TikTok, auf Instagram dann ihre Meinungen nach draußen geben und glauben, damit haben sie einem widerständigen Geist genug Nahrung gegeben. Sie verkennen erstens die Zensurmöglichkeiten, die es hinter den Plattformen gibt, und sie verkennen auch natürlich die Zensurmöglichkeiten, die es ganz offiziell gibt und die auch mit dem Digital Act und anderen Gesetzen ja nochmal forciert werden. Aber sie erkennen zum Zweiten auch nicht, dass die eigentliche Power nicht im Netz stattfindet, weil es gar keine Zählmöglichkeit gibt. Und es gibt auch dieses mir als Künstler wohlvertraute Gefühl der Selbstvergewisserung nicht, dass zum Beispiel, wenn ein Kabarettist früher in meinen jungen Jahren, Dieter Hildebrandt, Wolfgang Neuss, andere, einen scharfen Scherz gegen die Macht, zweimal alliterativ jetzt, und das Publikum klatscht, dann klatscht das Publikum ja nicht nur zu dem Künstler auf der Bühne da oben, sondern auch um sich selbst bei sich zu selbst vergewissern, dass sie auch ebenso subversiv und auch so oppositionell denken. Dieser Effekt findet nur selten im Netz über die eigene Bubble hinweg statt. Erstmal zu den Zensurmaßnahmen. Ich verweise da nur auf die wohlvertrauten Anwesenden. Erstmal Paul Brandenburg, der natürlich nachher hoffentlich jedenfalls von mir animiert sich fühlt, mal seinen letzten Joke zu sagen, der mich auch wirklich fassungslos hinterlassen hat. Dann Kevan, der ja auch das Land verlassen hat. Es gibt ja noch ein paar andere, Boris Reitschuster und so, die das Land verlassen haben. Ist ja eigentlich traurig. Und da erinnere ich auch an RT Deutschland, die eben auch abgetreten haben. Und dieses Land, was sich so viel einbildet auf seine Liberalität, auf seine Pluralität, sorgt dafür, dass Menschen das Land verlassen, dass man nicht zu Wort kommt, verträgt auch die Meinung nicht. Sonst könnte man ja sagen, wir lassen Russia Today eingeschaltet, zeigen dem Putin mal, was wirkliche Demokratie ist, zeigen mal, wie man mit Dissidenten umgeht. Bei uns wird das diskutiert. Nein, es wird weggeschaltet. Dann haben wir natürlich, wenn wir Snapchat machen, das ist nur was für Kids, da kannst du kaum kompliziertere Inhalte kontextualisieren, wie man heute neuhochdeutsch sagt. Odyssee hat eine minimale Reichweite noch. Ich empfehle trotzdem auch den zusätzlichen Gebrauch von Odyssee, weil es eben auch vielleicht für die... Hey, das ist ein gutes Stichwort, um Eigenwerbung zu machen. Dieter Dehm empfiehlt hier gerade Odyssee, um unabhängiger von beispielsweise YouTube zu werden. Ich bin auch auf Odyssee verfügbar. Abonniert mich also bitte nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Odyssee, damit wir eben unabhängiger von YouTube werden. Zu diesem anderen Punkt, dass wir mehr rausgehen sollten, sage ich, glaube ich, zum Ende von Dieters Schlagzeile noch mal was. Das wird er jetzt ja noch ein bisschen ausführlicher begründen. Ist grundsätzlich ein richtiger Punkt. Wenn man sich im realen Leben trifft, dann ist das eine ganz andere Verbindung, als wenn man das Ganze nur über Internet macht. Aber übers Internet ist es halt einfacher. Also es ist einfacher, so ein Video zu produzieren und damit tausende Menschen zu erreichen, als eine Veranstaltung mit tausenden Menschen zu organisieren. Ist einfach so. Und es ist einfacher, sich so ein Video anzugucken, wo man dann die gleichen Informationen mitnehmen kann, als wenn man zu einem Vortrag geht, der in Real Life stattfindet. Ist nun mal so. Also kann man jetzt schlecht finden, aber das, was einfacher ist, wird natürlich eher gemacht und eher wahrgenommen. Sicherung der Daten, der Videos, der Talks, dann eine gewisse
Chance bietet, aber es hat eben keine Algorithmen. Das heißt, du kannst nicht nach oben katapultiert werden, was, da komme ich dann auch gleich drauf, der Klassiker YouTube ja auch nur mit sehr großen Einschränkungen nur sehr widerwillig tut. TikTok, ziemlich großer Aufwand. Und ja, auch da ist die Einschränkung für die Inhalte eher vorgegeben, also einen komplizierteren Inhalt, wie wir ihn gelegentlich hier bei Nachschlag Express diskutieren, nicht so einfach. Rumble, wenig Reichweite, aber auch eine Backup-Chance, auch eine Chance, Daten zu sichern. Dann kommt dieses Twitter, also das X. Da ist das Problem, dass du natürlich einen Elon Musk hast, der jetzt gesagt hat, also er ist dafür, diese woke Gedankenpolizei nicht mehr zu haben. Dann hat er aber sein Personal so runtergefahren, dass hier doch in Deutschland offensichtlich zweierlei passiert. Erstens, du kannst relativ schnell auch wegen eines nicht woken Inhalts eine übergebacken bekommen. Und zweitens, du hast eben, wenn du eine antideutsche Gang hier unterwegs hast, also irgendeine Art Antilopen-Gang, die können mittlerweile mit ihren Techniken dich runterdrosseln. Das heißt, du sitzt dabei und siehst förmlich, also wenn dir angezeigt, nur so ein Phänomen von meinem letzten Twitter-Space, die werden angezeigt, 1000 so und so viel Teilnehmer. In Wirklichkeit waren es aber 37.000. Und von den Angezeigten hast du innerhalb von 3 Minuten bei Kritik an der israelischen Regierung, so wirklich geschehen, mit einem Schlag 800 verloren. Sind einfach weg. Ich habe die Leute jetzt mehrfach aufgefordert, uns zu melden, was da mit ihnen eigentlich geschieht, sich wieder einzuwählen. Wir sind da der Sache auf der Spur, aber das ist ein echtes Problem. Und das ist wahrscheinlich nicht geschuldet der inneren Technik von Twitter X oder Twitter Space, sondern das haben Antideutsche einen Trick gefunden, da sich eben auch einzudrängeln, so wie sie das anderswo auch tun. Dann hast du Facebook, da kannst du alle möglichen Art von Zensuren gleich obendrauf bekommen, wenn du irgendwas machst, was nicht der Gesundheit, der Volksgesundheit oder der politisch korrekten Meinung dient, kann dir relativ schnell auf Facebook passieren. Und dann hast du YouTube und da hast du das Problem, das haben wir jetzt rausgekriegt, dass bei uns nur 10%, gerade bei der Monetarisierung, gerade für die, die auch angewiesen sind, um dort Geld zu verdienen, nur 10% angezeigt bekommst. Also wir kriegen 5.000 angezeigt, haben 50.000. Das ist die nackte Wahrheit. Dann hast du ein Shadowbanning, da wird dann hoffentlich Paul auch noch ein bisschen was dazu sagen können, weil das hat mich ja wirklich vom Hocker gehauen, was dir da widerfahren ist. Um das mal zu resümieren, wir saßen zusammen, der wunderbare Jens Fischer-Rothrean, der auch die Musik hier für Nachschlag Express macht, der ganz viel macht für Julian Assange, der früher ja Gitarrist auch bei Konstantin Wecker war und ein unglaublich nachdenklicher Musiker ist. Also ich sage das, weil ich viele Musiker für blöd halte. Viele Musiker, mit denen ich gearbeitet habe, ich für Fachidioten, die sind doll auf dem Griffbrett. Jetzt würde mich interessieren, welche das sind, aber ich glaube, das sage ich dir dann nach der Sendung. Aber dann sind die eigentlich nicht interessiert an irgendwelchen Verwendungszwecken ihrer Musik und stellen die einfach zur Verfügung. Ja, das kann man ja machen, um Geld zu verdienen, aber wenn man so überhaupt nicht mehr nachdenkt, für wen man und was man da arbeitet, dann ist das blöd. Aber der ist ganz toll, der denkt nach und der ist wirklich unglaublich verantwortungsbewusst für die Welt und für die Dinge, die er da betreibt. Wir saßen zusammen mit dem Frank von uns und mit dem Sänger Guido, der diesen Assange-Song, den ich da geschrieben habe, ganz toll im Netz gemacht hat. Und haben darüber nachgedacht, was machen wir eigentlich, damit unsere Lieder, die ja, also ich meine, ich habe die nicht nur 1000 Mal berührt geschrieben oder Monopoly oder was wollen wir trinken, sondern ich habe ja auch andere geschrieben und ab einem bestimmten Punkt finden die dann nicht mehr statt. Natürlich nicht im Radio mehr. Früher lief das im Radio, mittlerweile gibt es sogar Hinweise, bitte von diesem Dieter Dehm nicht mehr 1000 Mal berührt zu spielen, richtige Ukas. Was machen wir, dass unsere Song... Du hast vor ein paar Jahrzehnten mal einen erfolgreichen Schlager geschrieben, dann äußerst du dich einmal politisch nicht konform zur aktuellen Linie, sei es zum Ukraine, zum Nahostkonflikt, zu was auch immer, lässt sich dann mit so gefährlichen Leuten wie dem Kevan Sofisiyavash sehen
Und schon dürfen deine Schlager nicht mehr gespielt werden. Es ist völlig absurd, welche Ausmaße die Cancel Culture mittlerweile angenommen hat. Verbreitet werden. Und wir haben dann gesagt, wir können uns nicht mehr auf die sozialen Medien verlassen, nicht mehr im Netz verrotten, raus auf die Straße gehen. Wir haben uns dann entschieden, am 1. September plus dem Vortag, 1. September ist ein Sonntag, es ist der Tag, an dem das Deutsche Reich, also Hitler-Deutschland, den Zweiten Weltkrieg begonnen hat und Polen überfallen hat. Das ist der Antikriegstag weltweit, Weltfriedens- oder Weltantikriegstag. An diesem Tag ein Konzert in München zu machen. Wir haben auch schon mit den Münchnern gesprochen, die tolle Veranstaltung dort schon auf die Beine gestellt haben mit Jürgen Todenhöfer, mit vielen anderen. Und haben gesagt, wir müssen uns mindestens einmal im Jahr, wenn nicht sogar zweimal im Jahr, live treffen. Wir müssen das, was wir medial mit unseren Netzen machen, ich komme auch jetzt schon zum Schlusse, wirklich auch auf die Straße bringen. Es muss eine Korrespondenz zwischen dem Live-Event geben und dem, was wir hier im Netz betreiben. Nicht, indem wir das Netz jetzt irgendwie vernachlässigen. Exakt. Und das ist der wichtige Punkt. Man sollte jetzt nicht sagen, das eine, das müssen wir über alles stellen und das andere spielt keine Rolle mehr, denn übers Netz kann man sich halt vernetzen. Da kann man überhaupt erst mit Personen in Kontakt treten, die sich für die gleichen politischen Dinge einsetzen. Sondern indem wir es verbinden mit Live-Auftritten. Und deswegen, das habe ich aber auch schon mehrfach in dieser Sendung und anderswo gesagt, würde ich eben appellieren, verlasst euch nicht so sehr auf eure Bubble, verlasst euch nicht so sehr auf Facebook, Twitter und Co., verlasst euch auch drauf, wieder so wie früher, gelegentlich auch mal mit Plakate kleben, Handzettel verteilen oder anderem, plus den sozialen Medien wirklich auf der Straße zu zeigen, wir sind für Frieden mit Russland. Wir sind für einen Interessenausgleich mit China. Wir sind auch für die Rechte der Palästinenser und Palästinenserinnen, ohne uns die Schuhe der Hamas anzuziehen. Wir haben diese Meinung, wir treten für diese Meinung ein. Und wo wir sie nicht gendern, wollen wir auch gehört und nicht geshadowbanned werden. Schluss. Ja, okay. Ja, definitiv. Und weil es gerade einer schreibt, Anti-Spiegel TV wurde gerade auf YouTube gesperrt. Das ist noch ein weiteres Beispiel für die völlig willkürliche Zensur, die auf diesen Plattformen stattfindet. Vor kurzem auf Twitch demonetarisiert. Also es herrscht ein politisch motiviertes Willkürregiment, was unpassende Meinungen aus dem Diskurs aussortieren will. Und wie gesagt, auf YouTube, da hat nämlich gerade einer im Chat geschrieben, Anti-Spiegel würde da noch existieren. Ja, Anti-Spiegel, aber nicht Anti-Spiegel TV. Das waren zwei unterschiedliche Kanäle. Diese Zensur, die findet stückchenweise statt. Einige Kanäle, die dürfen stattfinden, wenn sie sich in bestimmter Form ausdrücken oder auch nicht. Es gibt ja keine objektiven Kriterien, nach denen man sich richten müsste. KenFM war jahrelang auf Sendung und plötzlich waren sie weg. Ich glaube, immer wenn du eine zu große Reichweite erreichst, wenn du zu schnelles Wachstum hast und zu kritische Dinge sagst, dann bist du weg. Antispiegel TV war jetzt ein bisschen fescheres Format als Antispiegel. Da gibt's ja immer diese 2 Stunden langen Tacheles-Sendungen. Die sind auch nicht für jeden was. Und da hat YouTube gedacht, Mensch, das ist ein schnell wachsender Kanal. Die verbreiten die gleichen Sendungen wie ein Tacheles, nur erreichen hier jetzt noch eine jüngere Zielgruppe wahrscheinlich, einfach weil es kürzere Videos sind, die ein bisschen anders aufgemacht sind, die den Spiegel-TV-Sendungen mehr ähneln. Das wollen wir dann doch nicht haben. Also, ja, wie gesagt, wir erleben eine politisch motivierte Zensur, die keinen klaren Regeln unterworfen ist. Deswegen sollten wir immer davon ausgehen, dass wir die Nächsten sind. Das ist nichts, was uns jetzt in Sicherheit wiegen sollte, dass es einige kritische Kanäle noch gibt, sondern ganz im Gegenteil. Wir sollten uns immer gewiss sein, dass hier versucht wird, zu dosieren, welche Stärke diese kritischen Kanäle haben dürfen. Wenn sie drohen, zu viel Reichweite zu bekommen, wenn sie drohen, zu viele Menschen zu erreichen, beziehungsweise, dass da politisch irgendwas draus wird, dann werden sie gesperrt. Und deswegen sollten wir uns, Dieter Dehm hat das schon gesagt, nicht nur in echt vernetzen, nicht nur abseits dieser Plattform vernetzen, sondern wir sollten auch auf alternative Plattformen setzen. Beispielsweise Rumble oder Odyssee. Wie gesagt, ich bin auch auf Odyssee, könnt mich auch da abonnieren. Also das wäre schon ein erster Schritt, um unabhängiger von diesen großen Tech-Konzernen und der dort stattfindenden Zensur zu sein. Und die Sendung Nachschlag, die praktiziert das ja gerade auch. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, wir gucken heute auf theplatform.net und werden gleich noch auf nachschlag.express gehen, wo die Sendung auch verfügbar ist. Dieter predigt so ein bisschen wie der Angelsachse, sagt ja hier zum Kirchenchor vermutlich. Also rausgehen zu den Leuten und Live-Veranstaltungen machen. Du machst. Jetzt unterbreche ich schon wieder, aber Dankeschön für das Abonnement, was gerade von Doc McPhee vorgenommen wurde.
das ja auch schon mit Begeisterung, wenn ich das richtig sehe. Du tourst ja im Wesentlichen durch die Lande, durch die Länder und sprichst mit den Leuten live. Ich glaube auch, das hat eine andere Energie und eine ganz andere verbindende Wirkung, oder? Auf jeden Fall, aber ich möchte mal darauf hinweisen, was Dieter hier gerade eingeworfen hat, dass einem das mal klar wird. Also wir reden die ganze Zeit davon, dass wir irgendwie ein Vorzeigestaat sind, was Demokratie angeht und die Pressefreiheit hängen wir hoch und so weiter, aber schalten dann eben RT Deutsch ab, weil es Propaganda ist, statt darüber zu stehen und sagen, ja, es ist Propaganda, das ist die russische Sicht, aber unsere, die deutsche Sicht, die deutsche Welle sendet ja in Russland noch. Also offensichtlich können wir das nicht ertragen, aber wir können es eben nicht nur ertragen, dass andere Sender ihre Sicht in Deutschland verbreiten. Wir können auch nicht die Sicht derer ertragen, die aus Deutschland eine andere deutsche Sicht verbreiten. Es sei denn, es wäre eine antideutsche Sicht, dann dürfen die sogar an der Regierung teilnehmen. Also von daher ist das eben auch eigentlich nur peinlich und zeigt eben, dass wir offensichtlich Angst haben, dass das andere Argument ein besseres sein könnte, weil uns keins einfällt, mit dem wir punkten können. Das sagt ja gar nicht, dass das Argument, was uns nicht gefällt, dass wir davon überzeugt sein. Aber offensichtlich haben wir auch die Angst, dass jemand, der zuhört, denkt, also dieses Argument, was eigentlich verboten werden soll oder was so beschimpft wird, könnte stimmen. Eigentlich ganz okay. Oder denke ich mal drüber nach oder, ja, ne, oder so. Ich möchte an dieser Stelle übrigens ein sehr gutes Buch empfehlen von Werner Herzog, Die Zukunft der Wahrheit. Da wird auch über Dinge darüber gesprochen, was Wahrheit überhaupt ist. Und da gibt es dieses Beispiel, wenn man immer von Fakten spricht, dass Fakten den Menschen nicht ausmachen. Ich erinnere mich an ein Beispiel im vorderen Kapitel. Da sagt zum Beispiel, ja, was ich, der Name Smith ist im New Yorker Telefonbuch Manhattan, glaube ich, 600 Mal vertreten. Und das wären reine Fakten, da stimmt der Straßenname und die Telefonnummer. Aber man würde eben nicht sehen, warum der eine Smith in sein Kissen weint und der andere eben nicht, weil das geht aus den Fakten nicht hervor. Den Menschen macht noch mehr aus als eben nur die Fakten. Was heißt dann Wahrheit? Also einfach mal die philosophische Frage, was Wahrheit ist. Und vielleicht eben auch, dass Wahrheit sich eben nicht, Wahrheit nicht nur Fakten sind. Wahrheit ist noch was anderes. Aber du hast recht, Dieter, ich sage das die ganze Zeit. Wenn wir sehen, es gibt eine stabile Größe von Menschen, die im Internet sich politische Sendungen anschauen, ja, oder wo über Politik geredet wird, sage ich mal, mehr oder weniger. Und es gibt auch Sendungen zwischen die Sendungen, in denen politisch geredet wird, kommentieren. Gibt es ja auch, also praktisch Montana Black, wenn euch das so sagt, von Leuten, die politische Sendungen beurteilen, wer was wo gesagt hat. Finde ich sehr gut, weil man damit vielleicht auch junge Menschen vor die Kiste bringt oder nachdenklich macht, die das gewohnt sind. Hey, Kayvan findet das, was wir hier machen, gut. Ich meine, ich bin ja hier auch ein Reaktionsstreamer, der auf solche Sachen reagiert. Dass Gamer beobachtet werden, so sind wir als politisch sprechende Menschen unter Beobachtung von jungen Menschen, die dann aber darüber reden. Finde ich gut. Gucke ich mir an, finde ich alles ganz toll. Ich gucke mir das an. Aber es ist richtig, wir haben es hier mit einer Gruppe auch von Konsumenten zu tun, die es vielleicht auch gar nicht anders kennen, weil die, da bin ich übrigens gar nicht böse, sondern man muss einfach sehen, dass diese Generation sehr viel mit sozialen Medien Kontakt halten und kaum mal auf einer Demo waren, mit den großen Demos aus den 90ern nicht groß geworden sind, da gab es sie nämlich noch gar nicht. Also sie, die ehemaligen oder die möglichen Demonstranten waren noch gar nicht auf der Welt oder so klein. Aber denen muss man sagen, du gehst am Ende ja auch ins Kino, nicht nur Netflix, du gehst ja auch auf einen Fußballplatz und auch wenn du dich im Netz kennenlernst mit einer Person, dann triffst du dich nachher mit der tatsächlich 3D und ja tatsächlich oder hoffentlich 3D-Sex und nicht irgendwie nur Cyber, wäre ja schrecklich. Also das sind alles Dinge, du gehst ja auch selbst in Urlaub und sagst nicht, ich gucke mir die Pyramiden nur aus Google Maps an, also mit einer Drohne fahre ich drüber. Von daher ist es ganz wichtig, dass man immer wieder auch den Leuten nicht predigt, sondern sagt dazu, es ist eine vollkommen andere und zwar viel unmittelbare Erfahrung, wenn man irgendwo ist. Das weiß jeder Fußballfan, dass ein Fußball im Spiel im Fernsehen sehr bequem ist, auch die Großaufnahme, das ist alles viel besser, sage ich mal so als Konsument, aber dieses Gefühl im Stadion, davor, danach und so etwas, das ist doch was ganz anderes, das lässt sich durch nichts ersetzen. Also muss man gar nicht sagen, entweder oder, sondern beides. Und ich glaube, dass diese Präsenz auf der Straße unterrepräsentiert ist, hat auch damit zu tun, dass man ja nicht auf jede Demo gehen kann, weil ist ja meistens von der Stadt, in der man wohnt, ein bisschen weiter entfernt. Dazu braucht man auch noch Geld oder aber die Deutsche Bahn fährt wieder nicht, ne? Um das mal kurz zu sagen. Aber du hast recht, Paul. Ich habe ja gesagt, ich habe das sehr, sehr lange gemacht und mache es ja auch noch. Ich bin ja dabei, ich bin ja nicht rausgekommen, dass ich übers Netz kommuniziere. Aber jetzt telefoniert Dieter auch noch parallel. Nehmen wir mal aus. Das Einzige, was ich abstellen konnte, ist mein analoges Telefon. Ich bin mit meinem Vortrag die Angst, die Macht der Propaganda oder Angst, Essen, Freiheit auf. Ich habe ganz bewusst auf Tour, obwohl das auch anstrengend ist, um mit und vor und nach der Bühne mit den Leuten zu sprechen. Gibt es auch eine Pause und darum geht es. Ich sage das ja auch immer. Ich sage ja auch immer, ich habe jahrelang in den Cyberspace reingesprochen und wenn man sich mal anschaut, wie gut aussehen diese Schwurbler sind, das ist ja immer ein sicherer Lacher. Dann und das ist ja auch etwas, was befreit, weil es ist ja bedrückend, was sich in Deutschland abspielt. Und das ist auch der Punkt. Wenn man sich trifft, dann ist es eine unmittelbare Erfahrung, dass man mit seinen Gefühlen, was mit diesem Land los ist, nicht alleine ist. Ich glaube, dass die Menschen von den Endgeräten auch eher depressiv werden, wenn sie nur die Informationen haben, als wenn sie sie teilen mit anderen und man sich gegenseitig auch tröstet oder das Leid teilt.
für mich wichtiger Punkt. Deswegen, ich möchte mich an der Stelle mal explizit auch bedanken für die, die in den letzten eineinhalb Wochen, zwei Wochen mit mir auf Tour waren. Ich bin ja vom Süden bis hoch Richtung, bis Richtung nach Berlin gekommen. Auch der Workshop war ganz wunderbar, wo es ja um sehr viele persönliche Dinge geht. Und das ist, das sage ich ganz bewusst, mir liegt sehr viel daran. Also wenn ich tauschen könnte oder wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre ich eher für den Live-Event als für den digitalen Event, weil das ist wesentlicher. Mit Leuten sprechen, die Erfahrung austauschen. Es gibt ja beim Workshop, dass Leute auf die Bühne kommen und auch Geschichten erzählen. Ich hatte es jetzt beim Workshop, wie Menschen mit Krise umgehen, wie Menschen mit Spaltung umgehen. Da haben wir als öffentliche Person einen anderen Vorsprung. Aber da waren eben auch ein ehemaliger Polizist auf der Straße, auf der Bühne. Da war eine Ärztin auf der Bühne, die berichten, was passiert ist. Und wenn andere dem dann zuhören, sind ja nicht alle auf der Bühne, muss man sich auch trauen, sagen, dann finden Gespräche statt. Es kommt immer der Satz, was ich hier an dufte Typen kennengelernt habe, dass man eben merkt, man ist nicht der Einzige, der ein bisschen komisch ist, sondern eigentlich ist man einer der wenigen, die normal geblieben sind. Und deswegen, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das wieder einführen, was es wahrscheinlich noch gibt, aber bei den Jungen nicht so bekannt ist, dieses klassische, der Stammtisch ist ein Beginn, das könnte ein digitaler Stammtisch sein, aber dann müssen wir auf die Straße, um ein Gefühl zu erleben, was in der Gemeinschaft hergestellt wird. Eigentlich ist es die Gemeinschaft, weil wir ist das Volk erst, wenn das Volk sich begegnet und nicht nur digital. Ich glaube auch, dass keine Demonstration oder keine Revolution oder Evolution digital ausgelöst werden kann. Und ich glaube außerdem, dass, man kann das unterstützen, aber ich glaube außerdem, dass nichts die Politiker so sehr beeinflusst und beeindruckt wie wirklich Menschenmassen, dass man auch daran erkennen kann, dass dann eben nur 18.000 da sind statt einer Million zum Beispiel. Warum? Ja. Weil sie genau das fürchten. Und deswegen der Appell, wenn wir etwas ändern wollen, ist es gut, dass wir uns hier treffen, ja, weil es ist quasi, es sind ja Geheimtreffen, aber Hunderttausende können teilnehmen, aber dann müssen wir auf die Straße hin, damit diese Treffen eben nicht im Geheim stattfinden, sondern dass auch Leute, die vorbeigehen, vorbeifahren, angesteckt werden können, sagen, ich wusste gar nicht, dass da eine Demo war, ich bin hineingeraten und habe ich lauter bunte Menschen gesehen und später habe ich gelesen, da waren nur 2000 und die waren alle rechtsradikal, das habe ich total anders in Erinnerung. Das ist also auch eine riesige Chance, dass man ohne es zu wissen zum Augenzeugen wird und eine Chance bekommt zu sagen, irgendwie traue ich dir nicht, weil ich war da, und das war gar nicht da. Und es waren so viele Leute, dass ich in einem Stadtteil eingesperrt war. Also habe ich ganz viele Menschen den stundenlang und habe ich später gesehen, 5000 verrückte Rechtsradikale sind Richtung Reichstag. Das stimmt einfach nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder appellieren. Man kann nicht an jeder Demonstration teilnehmen. Und ich weiß auch, dass die Menschen müde werden. Weil sie erwarten natürlich, jetzt war ich zweimal auf einer Demo und trotzdem ist die Republik eine selbe. Ja, so ist ja nun mal Demokratie wahnsinnig langsam, muss man dazu sagen. Ja, aber dass man auch sagen, es sollte nicht etwas Besonderes sein, dass man ab und zu alle 5 Jahre mal auf eine Demonstration geht, sondern dass man regelmäßig sich trifft, seinem Unmut ein Gesicht gibt oder aber auch Protestspaziergänge macht, um einfach Präsenz auf der Straße zu zeigen, möglichst in der Nähe an Orten, wo Macht ausgeübt wird. Das muss nämlich nicht immer das Regierungsviertel sein, das kann auch das lokale Bürgermeisteramt sein. Mhm. Und das macht auch Spaß, muss ich sagen, es macht auch Spaß. Das Einzige, was ich da noch zusetzen kann, ihr habt es jetzt ausführlich wirklich ausgerollt, ich glaube gar nicht, dass es unbedingt immer die politische Veranstaltung sein muss. Ich hatte gerade das Glück und habe in Weimar mit Tom Lausen ein Gespräch führen dürfen, vor 150 Studioteilnehmern dort. Das ist schon was anderes und ich will nichts anderes mehr machen als das vor Live-Publikum. Es hat eine ganz andere Wirkung auf die, die da sind. Es hat einen ganz anderen Effekt auch, weil es eben allen Teilnehmern zeigt, wir sind nicht allein. Da denken eine Menge andere Menschen auch kritisch. Und auch die, die das wieder sehen, merken, Menschen verstecken sich da nicht mehr. Es gehörte ja nun gerade zu den Grundprinzipien dieses Corona-Terrors, die Leute so zu vereinsamen, voneinander zu trennen, dieses Gefühl zu geben, du stehst da ganz alleine da, wenn du einen kritischen Gedanken hast. Und das Gegenteil müssen wir machen. Ich glaube, es macht auch Sinn, das eben nicht nur in politischem Aktivismus zu tun, total wichtig, aber sowas nicht böse gemeint, aber Banales wie ein Musikfestival, super, wunderbar, natürlich, völlig richtig und gut Spaß zu haben. Es ist gut und richtig, da einfach aus Amüsementgründen hinzugehen, wenn es denn wirklich eine freiheitliche Veranstaltung ist. Da muss nicht über Politik diskutiert werden, es muss gezeigt werden, wir haben mehr Spaß im Leben. Also ich habe noch nie einen Karl Lauterbach über sich selbst lachen sehen. Ich kann mir keine Veranstaltung vorstellen, die irgendwie lustig ist mit Annalena Baerbock. Aber das gibt es bei uns reichlich. Und ich glaube, es ist dann erstmal an uns. Und Dieter, danke, dass ihr es macht. Ich komme, wenn ich darf, sehr gerne dahin nach München. Du darfst. Es gibt ja noch Schadenfreude, könnte man an der Stelle sagen. Aber hier hat Paul Brandenburg natürlich vollkommen recht. Also, wie gesagt, da brauche ich gar nichts mehr groß zu sagen. Das erklärt sich von selbst, was er hier gerade erzählt hat. Aber warte, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ist ja auch egal. Wie gesagt, wir sollten uns
mehr in echt. Stimmt, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte, weil Paul Brandenburg gerade weg von den politischen Veranstaltungen gekommen ist. Natürlich hat er auch abseits davon völlig recht, aber es gibt tatsächlich noch eine Art von politischen Organisation, wo man sich selber engagieren kann, und das sind Parteien. Ich weiß, das ist, in Parteien gilt das eiserne Gesetz der Oligarchie, das heißt, irgendwann setzt sich da so eine kleine Clique durch und die Mehrheit der Parteimitglieder hat nichts mitzureden, aber grundsätzlich ist es ja so gedacht, dass die Parteien von den Kreisverbänden hoch Einfluss auf die Politik nehmen können. Und früher waren beispielsweise SPD und CDU noch richtige Massenparteien, die, also die SPD hatte fast 1 Million Mitglieder, die tatsächlich noch breit in der Bevölkerung verankert waren. Das ist ja jetzt absolut nicht mehr der Fall. Und dass die Politik so dermaßen entfernt ist von dem, was die meisten Menschen wollen, das hat, glaube ich, auch mit dieser großen Entpolitisierung zu tun. Also, dass die Parteien überhaupt keine Mitglieder mehr in der Bevölkerung haben, dass sich überhaupt niemand mehr in Parteien engagiert, weil man halt weiß, dass es nichts bringt, weil man weiß, dass da so eine kleine Clique die Entscheidung fällt. Und das muss sich ändern. Es müssen neue Parteien hochkommen, wo die Mitglieder tatsächlich wieder mehr zu sagen haben, wo sich engagiert wird und wo tatsächlich wieder auf Stimmen aus dem Volk gehört wird. Deswegen würde ich diese Art des politischen Engagements und Zusammenkommens nicht komplett abschreiben. Ich weiß, da werden die drei mir wahrscheinlich widersprechen. Obwohl Dieter Dehm vielleicht nicht mal, ich meine, er war ja lange Zeit in der SPD und dann in der Linkspartei aktiv, aber das ist definitiv auch noch eine Art, wie man sich engagieren kann und wie man sich dann auch im echten Leben treffen kann. Naja, in diesem Sinne würde ich sagen, war das ein schöner erster Teil mit einem Beitrag von Dieter Dehm. Ich würde sagen, das wird wahrscheinlich nicht die Schlagzeile der Woche.